Endlich ist er da, heiß ersehnt von seinen Fans. Die Rede ist vom Golf 8. Der aktuelle Golf wurde völlig neu entwickelt und designt und ist trotzdem ein typischer Golf geblieben. Daher sind die Abmessungen sehr ähnlich, nur in der Höhe ist er um 36 mm geschrumpft. Auch der Luftwiderstandswert und das Gewicht konnten gesenkt werden. Auffällig sind die veränderten Proportionen und markanteren Details, wie etwa die verlängerten Frontscheinwerfer. Neben den weiter umlaufenden Rückleuchten fällt auch das Profil der Seitenlinie von hinten auf. Das Heck wird nach unten hin breiter, ab der Fensterlinie sogar mit einem Knick. Er sieht aber trotzdem aus wie ein typischer Golf. Erst recht, da der Golf-Schriftzug äußerst prominent unterhalb des neu designten VW-Logos positioniert wurde. Als einziges Modell seiner Klasse macht der Golf serienmäßig mit modernster LED-Technik die Nacht zum Tag. Drei Ausstattungslinien bieten allen erdenklichen Komfort, den man braucht oder sich leisten will. Das Cockpit wirkt sehr aufgeräumt, außer auf dem Multifunktionslenkrad finden sich nahezu keine Schalter, Knöpfe oder Tasten in Griffweite. Zum Navigieren durch alle Systeme dienen vor allem zwei nebeneinander positionierte Bildschirme. Der Instrumentenbildschirm misst beachtliche 26 cm in der Diagonalen, das Infotainment-System 21 cm. Die innovative Sprachsteuerung reagiert auf natürliche Sprachkommandos und ist kinderleicht zu bedienen. Kompatible Smartphones machen den klassischen Fahrzeugschlüssel im Golf künftig überflüssig. Der digitalisierte neue Golf ist always on, denn WeConnect holt serienmäßig Streaming, Webradio und weitere Online-Features an Bord. Der neue Golf 8 bietet das breiteste Antriebsspektrum seiner Klasse. Als erster Volkswagen hat er 5 Hybrid-Versionen, davon 3 höchst effiziente 48 Volt Mild-Hybrid-Antriebe und 2 Plug-in-Hybrid-GTE. Aktuell ist aber erst ein Mild-Hybrid bestellbar, alle anderen kommen erst später, voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020. Neu im Programm sind 2 TSI-Benziner mit 90 und 110 PS sowie 2 TDI-Diesel mit 115 und 150 PS. Sowohl die Benzin- wie auch die Dieselmodelle weisen niedrigere Verbrauchswerte und Emissionen auf. Noch in diesem Jahr soll auch ein Golf TGI mit Erdgasantrieb debütieren. Seitens der Assistenzsysteme stellt Volkswagen die aktuell höchste Ausbaustufe von IQ Drive zur Verfügung. Serienmäßig an Bord ist der Spurführungsassistent und das Umfeldbeobachtungssystem inklusive City-Notbremsfunktion, Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie neue Ausweichunterstützung und neuem Abbiegeassistent. Als erster Volkswagen nutzt der Golf via Car2X zudem die Schwarmintelligenz des Verkehrs und warnt so vorausschauend vor Gefahren. Bereits unter 20.000 Euro ist der neue Golf erhältlich, wenn er über die Porsche Bank finanziert wird. Jetzt bei Ihren VW-Partnern Porsche Linz und Porsche Asten.